Du musst jetzt mit antworten. Hab ich, ja. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Pokémon Saphir, der Egglock Challenge. Ja, hallo. Ich bin die Sayumin Pixel World und wir haben einen Ganamaniac an unserer Seite. Der aber nicht in der Lage ist, ich glaube, hier Care zu taken. Denn wir schicken unser Spooky. Und der Spooky hat nichts gegen Kampfattacken. Also der hat da nichts gegen. Die können den ganzen Tag angreifen. Der Spooky, der findet das ganz cool. Der steht auf Schmerzen, also die nicht existieren. Ach, ja, ja, also hallo, ich bin die Sayumi. An alle, die jetzt so eingeschaltet haben und sich gerade denken, was labert die da für eine Scheiße? Ja, ich bin's, hallo. Ja, wir haben ja letztens den Sacred Gold Part hochgeladen, den letzten. Fandet ihr das gut, ja? Nein, also ich hab mich gefreut, dass wir den endlich mal hochgelacht haben, ja. Okay, alles klar heute bei mir, ja, alles fit. Wir lachen Parts hoch, okay. Ich habe auch wieder späte Laune hier. Ja, also, ja, wir haben das Projekt endlich mal beendet. Nach so langer Zeit. Ich dachte auch nicht mehr, dass wir das mal tun. Aber wir haben es getan und die meisten haben es schon vergessen. Also, sie meinten so, oh, ich habe es vergessen. Ich habe schon vergessen. Oh. Manche kannten das Projekt gar nicht und ich sag mir so, ah je. Ach, come on. So. Und ja, es war schon ein Erlebnis, Rot so niederzumetzeln. Oh ja, oh ja. Irgendwie habe ich schon gemerkt, ich so, ja, den kann ich schon auswendig. Also, wow, die zweite Generation ist einfach so geil. Oder beziehungsweise die vierte, Hard Gold Soul Silver ist ja die vierte, aber es ist einfach so ein cooles Spiel. Ich liebe dieses Spiel. I love it. Muss ich hier schon rein? Jetzt einfach mal so aus Interesse, muss ich hier schon rein? Muss ich? Wahrscheinlich, oder? Wer weiß das schon? Ich nicht. Und ich weiß nicht, ob ich den Gunner... Ach, ich kann hier was fangen, ne? Also muss ich ganz... Ja, nee, den Gunner, der kann chillen, also nee. Und ich habe übrigens eingekauft und war heilen, also falls ihr euch wundert, so... Achso, ist schon getriggert, wow. Mit diesen Veteriden, mit der Schlotberge. Okay. Oh, ich muss kämpfen. Was? Ach nee, doch nicht. Ich finde Team Magma cooler, glaube ich. Mochte ich Team Magma mehr? Ich glaube schon. Die hatten so coole Hoodies an, deswegen mochte ich die mehr. Okay, außer der Chef da. Schön, du bist also Sayo. Ja. Du bist der Marke. Oh. Ich weiß ja nicht, ob du schon in mein Beuteschema passt. Du siehst so mittel, also so im mittleren Alter. Hm. Oder vielleicht ein bisschen älter, so 40. Hm. Okay, leb wohl, danke. Das sind die Retter meines Lebens. Okay, fangen. Die hätten mich bestimmt fertig gemacht, die Team Aquarüpel. Oh ja, das glaube ich auch. Ich hatte schon... Ich habe vor Angst einfach gezittert, wisst ihr? Das ging gar nicht. Okay, Zubat. Hat Erstauner. Ich versuch's jetzt schon zu fangen. Ist doch scheißegal. Wen interessiert's denn, ey? Ich hab eingekauft. Oh ja, ganze 5 Superbälle oder so habe ich eingekauft. Ich war ein bisschen geizig. Also, ach, manchmal muss das sein, ey. Jetzt können wir schon 2 Pokémon hatchen, wenn wir wieder beim Pokémon Center sind. Ich habe das andere nicht vergessen, falls ihr jetzt denkt, Sayumi, du kannst doch einen Pokémon hatchen. Ich weiß. Ich weiß. Check it out. Ich bin Cosmo. Oh ja. Du bist Cosmo und studierst Meteoriten. Da haben sie auch sich wieder so einen Namenwitz. Dieser Meteorit gehört mir, bla. Hm, was? Hm. Weiß ich auch nicht, was die da vorhaben. Ist hier nicht irgendwo der Mondstein? Sag mal. Jetzt mal ganz ehrlich. Ist der nicht irgendwo hier? Da, ne? Da. Ich muss mal gucken, wann ich... ja, wäre schön, wenn ich das jetzt vorher gewusst hätte, ne? Ich trainiere jetzt Nidorino mal nicht weiter. Muss ich mal gucken, wann ich das entwickeln möchte. Ja, was war voll cool. Passt sie. Ich überlege gerade, ist noch ein anderes Pokémon? Nee. Nidorino ist schon die optimale Wahl. Wow. Nerv nicht. Ich hätte Schutz, ne? Warum? Nein. Aber das muss ich nicht einsetzen. Oh, wow. Okay. Cool. Nice. Route 115. Waren wir hier schon mal? Ja, oder? Waren wir hier schon mal?
Nee, waren wir nicht. Wie komme ich darauf, dass sie schon mal waren? Weiß nicht. Guckst du mal bitte weg? Bitte. Danke. Ich möchte nämlich erst hier gucken. Da. Guck mal. Ist so, als hätten wir gar kein Pokémon gefangen. Ist doch schön. Ach, und Beeren. Ach ja. Okay. Nochmal und nochmal. Aha. Dann trainieren wir den nicht weiter, haben wir gesagt, ne? Ja, dann trainieren wir den nicht weiter. Dann machen wir jetzt erst hier Action mit Spooky gegen Minoru. Was sind das für Namen? Das ist ja fast so, als hätte ich die Edition erworfen. Erworfen? Entworfen. Oh ja, ich habe sie erworfen. Oh. Jetzt geht's los hier. Er lacht, erworfen. Naja. Ne, wir lachen die hoch, ne? Ach, was weiß ich. Okay, stopp. Stopp. Okay. Ah, so, Maholo. Zweimal tot gedonnert. Der Spooky, mit dem kann es einfach keiner aufnehmen. Oh, das ist übrigens eine Sio. Die Spooky, also, mit der kann es keiner aufnehmen. Ist das übrigens... Ich weiß, das interessiert mich jetzt aber. Nee, Thornytails und Spooky sind die einzigen Mädchen. Gut. Die sehen auch sehr mädchenhaft aus, ne? Also muss man ihnen ja lassen. Okay, noch eine meditieren. Ich wollte gerade fragen, hast du meditiert? Du siehst so aus. Aber ja, anscheinend. Magst du Donner? Ich wollte das nicht einsetzen. Ich habe wieder mal vergessen, dass die Taste im Arsch ist. Oh ja, ich bin wieder so gut. Ja, dann jetzt Donner. Nein, okay, dann halt nicht. Das habe ich jetzt auch verstanden, Spooky. Vielen Dank für die Blumen. Ich hab's noch die Tits. Der freut sich. Die freut sich. Scanner. Es wird Zeit zu sterben. Ist mir egal, ob du Meditation machst. Das interessiert mich, du Scheiß. Weißt du das? Du bist jetzt tot. Thorny Tits kennt keine Gnade, wenn man seine Sis Spooky angreift. Ihre Sis. Oh Gott. Makuita. Nee, das ist mir zu behindert. Ich schick mal Horny. Ich glaube, der Horny hat Lust, ein bisschen was zu hornen. Elfi. Ja, okay, gut. Das sind jetzt wieder so typische Namen, wo man denkt, ah, okay. Eben war ja auch ein Hasso. 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 Ah, also nenne ich meinen Hund, aber doch keinen Menschen. Okay, wenn jetzt hier jemand Hasso heißt, tut mir das leid. So. Ja. Horn-Attacke und weg bist du, hör mal. Hättest du auch einfach mal one-hitten können, ne? Horny ist ja jetzt nicht so schwierig. So, ich habe genug trainiert. Okay. Okay. Dann hast du halt genug trainiert. Das ist schön. Hier waren wir. Spooky, tauschen wir mal aus. Gut, dass ich da noch dran gedacht habe. Nee, Moment, der sieht so psychomäßig aus. Psycho. Nee, Psycho. Wenn ich es jetzt noch hinkriege, dass ich den tausche, weil Zertrümmerer mich irgendwie voll. So. Gut. Und am Ende wäre da gar kein Trainer gewesen. Ah! Okay. Los, Fetti, bring it on. Hector. Sengo. Psycho? Was hatte ich mit Psycho? Der sah so Psycho aus, deswegen. Zornklinge. Ah, nee, das kannst du mal lassen. Obwohl, mach weiter. Das macht Regi ja gar nichts aus. Ach, guck mal, und er brennt. Ja, dann hast du jetzt eh verkackt, ne? Ja, das interessiert mich nicht. Weil der Burn... Der macht das wieder wett. Ja gut, hätte jetzt schon... Ne, aber gut. Gut, dass es verbrannt ist. Yay, Level up. Das ist gut. Nice. Was? Ich will deine Pokémon was? Was? Ich will gar nichts von deinem Pokémon. Oh, jetzt bin ich wieder hier. Ja, und jetzt? Ach so, zum Schlotberg wahrscheinlich, ne? Okay. ja. Ich gehe einfach hier runter. Hops. Denn wir gehen jetzt Eier hatchen. Ist doch scheißegal, wo. Ah, ich komme hier. Ah, ne, wir können ja zum Metaflow-Tunnel. Das war die Arena, nicht das Pokémon-Center. Das sieht so gleich aus. Also müsst ihr mir jetzt mal verzeihen. Voll nicht gleich so. Okay. Wir haben übrigens immer noch nicht unsere Boxen geordnet, also wundert euch nicht. Jo, dann gehen wir mal Pokémon hatchen. Meine Lieblingsbeschäftigung.
Warum gehe ich mal auf Box 1? Ist doch scheißegal, ehrlich. Wen interessiert das? So, dann let's go. Wir haben Box Nummer 8. Zack, zack, zack. Da waren wir dann. Ja, okay, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir... Ja, ne, das ist jetzt ein bisschen doof. Okay, Spalte 1, das geht noch. Jetzt müssen wir halt gucken, ob 1 oder 2, ne? Nummer 2. Okay. Nice. Dafür schicken wir jetzt ganz kurz mal den Gunner raus. Hier unten hin. Und dann würfeln wir jetzt nochmal. Und zwar Box 2. Merken wir uns mal. 2. Spalte 3. Okay, jetzt. Ich will keinen Fehler machen. So, Box 2. Okay, war das jetzt 2? Ich meine, das war 2. Egal, wir nehmen jetzt die Box 2, auch wenn es nicht war vielleicht. Spalte 3. Und jetzt noch Reihe 2. Okay, ich hoffe, das hat alles seine Richtigkeit. Boah, Alzheimer lässt grüßen, ey. Ich glaube, mit Merken habe ich es nicht so. Gut. Dann mal let's go. Ich bin gespannt, was wir hier hatchen werden. Speed, wo ist der Speed-Button? Okay. Dum, 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 dum. Come on. Kokaina? Wird Kokain so... Kokain? Kokain. Ich glaube, das ist richtig, oder? Kokaina? Hm, ist das nicht ein süßer Name? Mirapla? Mirapla. Das braucht wieder eine Evo und so ein Stein. Ey, wir gucken jetzt erstmal das andere an. Mirapla ist nicht so scheiße. Also, hätte nicht gedacht, dass es überhaupt jemand nimmt. Ein Flug-Pokémon! Ja, ich habe im letzten Part noch drüber geredet. Oh ja. Wie nenne ich dich denn? Schwalbini. Komm schon, denk nach. Mir fällt gerade Melanie noch. Melanie! Ich kann doch nicht das Flavini Melanie nennen. Mir fällt kein Name ein. Okay, das ist jetzt die Melanie. Alter, mir fällt kein Name ein, sorry. Ich weiß nicht, warum ich jetzt an Melanie denken musste, aber irgendwie... ja, Melanie, herzlich willkommen im Team. Oh yeah, das ist jetzt... Wow. Hartes Wesen, okay, cool. Flügelschlag, Aura, so rastet direkt aus. Rasierblatt, Absorber. Ruhiges Wesen, Chlorophyll. Alles ist gut. Das öffnet natürlich wieder ganz neue Türen, ne? Die Melanie, die ist schon nicht so schlecht. Ich glaube, die Melanie, die Melanie. Die Melanie. Also erstmal jetzt das Mirapla, Kokaina. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Vielleicht verwenden wir es mal. Kokaina. Wen hatten wir noch abgelegt? Idorino, ne? Ja, sorry, Gunner. Aber du bist jetzt ab. Du bist jetzt out. Melanie ist unsere neue. Alter. Das ist unser neuer Joker. Wir heilen mal eben. Ich weiß nicht, ob ich das schon getan habe. Ja, ich würde mal sagen, wir beenden den Part an dieser Stelle mit Melanie und Kokaina an unserer Seite. Beziehungsweise Kokaina in der Box geht's dann im nächsten Part weiter. Wir sehen uns dann da. Bis dahin.